Guten Tag, liebe Kinder. Stromberg. Ich bin David Stromberg, ich bin Cellist. Guten Tag, liebe Zuschauer. Und ich bin heute hier, um euch eine Geschichte zu erzählen. Und diese Geschichte heißt Ein Cello erzählt aus seinem Leben. Und ihr könnt euch ja vorstellen, so ein Instrument, das hier ist das Cello, das kann nicht so sprechen, wie ihr sprechen könnt. Also es braucht jemanden, der ihm die Stimme leiht. Und das bin ich. Und ich erzähle diese Geschichte jetzt. Wenn wir den Saal betreten, werden die Menschen ganz still. Sie hören auf, sich zu unterhalten und bekommen erwartungsvolle Blicke. Einige räuspern sich noch, andere rücken sich auf dem Stuhl zurecht. Und wenn wir dann spielen, ist es manchmal so, als könne man eine Stecknadel im Saal fallen hören. Und wenn wir dann zum Ende gekommen sind, dann fangen die Menschen an zu klatschen und lächeln. Ich bin ein Cello. Ich bin in einem kleinen Städtchen in Italien auf die Welt gekommen, in Cremona. Mein Vater war Geigenbauer und er baute die schönsten Instrumente der Stadt. Er baute auch Geigen, das waren meine Schwestern. Und er baute Celli, das waren meine Brüder. In der Werkstatt war immer viel los. Die Menschen kamen von weit her, um uns zu sehen und zu hören. Meine Schwestern, die hatten den besten Platz. Unter der Decke hing eine Schnur und an dieser Schnur hielten sich meine Schwestern mit ihrer Schnecke fest. Und von dort hatten sie den besten Platz. Mein Vater baute uns aus feinen Hölzern und er strich uns einen Lack auf und er schenkte uns eine Seele. Das ist schon lange her. Ich bin 300 Jahre alt. Auch für ein Cello ist das eine lange Lebenszeit. Die erste Cellistin, der ich gehörte, hieß Olivia. Sie war ungefähr so alt wie ihr. Und sie kam mit ihrem Vater in die Werkstatt. Und sie suchte ein Cello. Und sie spielte einige meiner Brüder an. Und dann spielte sie auf mir. Und sie spielte ein Stück von Johann Sebastian Bach. Olivia nahm mich mit. Olivia ging zur Schule und ich wartete dann auf sie. Und wenn sie wieder kam, dann spielten wir zusammen. Und manchmal war es sogar so, dass sie in der Schule mit anderen Kindern zusammenspielte, in einem Orchester. Da waren dann Geigen und Celli und Bratschen und Kontrabässe und sogar auch einige Flöten und Klarinetten. Und später, wir blieben ein Leben lang zusammen und später war es manchmal so, dass sie Freunde einlud und die kamen dann mit ihren Instrumenten und wir machten Hausmusik. Ja, so ging das viele, viele Jahre. Und irgendwann merkte ich, Olivia konnte nicht mehr so lange spielen, so kräftig spielen. Und sie sagte dann eines Tages zu mir, weißt du, ich bin etwas älter geworden. Ich habe nicht mehr so die Kraft zum Spielen. Ich glaube, dein Vater wird einen jungen Cellisten kennen, mit dem du sehr viel Freude haben wirst.
Sie brachte mich zu meinem Vater und wir schlossen einander in die Arme. Mein Vater hatte über die Jahre weiße Haare bekommen, aber er hatte immer noch diesen wachen Blick. Einige Schrammen hatte ich bekommen und er reinigte meinen Lack, rieb mich mit Ölen ein und er zog mir neue Saiten auf. Irgendwann sagte er, heute kommt ein junger Cellist zu uns in die Werkstatt. Er heißt Alfredo. Und Alfredo kommt aus Mailand, aus dieser großen Stadt. Und Alfredo hat schon einige Anerkennung erworben. Er ist ein großer Cellist, obwohl er noch sehr jung ist. Alfredo kam und er probierte einige meiner Brüder aus. Aber konnte er sich nicht entscheiden. Ich hielt mich so etwas im Hintergrund. Und ich merkte, dass Alfredo etwas aufgeregt war. Und dann sah er mich und er spielte auf mir. Und Alfredo konnte toll spielen. Er spielte anders als Olivia. Alfredo spielte zwei Saiten auf einmal. Er ließ den Bogen über meine Saiten kreisen. Er ließ ihn tanzen und er spielte Doppelgriffe, mehrere Töne auf einmal. Und er spielte so schnell, dass mir fast schwindelig wurde. Alfredo nahm mich mit. Wir fuhren gemeinsam in der Kutsche nach Mailand. In Mailand war alles viel größer, als ich es von zu Hause von Cremona gewohnt war. Die Straßen waren größer, die Häuser waren größer. Es gab dort sogar ein Opernhaus. Und es waren auch viele Instrumente aus fernen Ländern in der Stadt. Und ich lernte Geigen und Celli aus Frankreich, England und Deutschland kennen. Viele von ihnen wurden meine Freunde. Alfredo hatte oft viel zu tun. Wir reisten dann zu einem Konzert. Wir spielten und manchmal mussten wir noch nach dem Konzert wieder aufbrechen, um rechtzeitig
am nächsten Ort zu sein und das nächste Konzert zu spielen. Das war anstrengend, aber auch sehr aufregend. Es gab aber auch Zeiten, da hatte Alfredo weniger zu tun. Und das bedeutete auch, wir hatten weniger Geld. Und in so einer Zeit wurde er krank. Wir spielten keine Konzerte mehr und irgendwann hatten wir gar kein Geld mehr. Alfredo verkaufte erst seine schönen Schuhe, dann verkaufte er seinen Anzug und am Ende verkaufte er mich. Wir weinten beide, als wir uns voneinander verabschiedeten. Es hatte mich ein Zigeuner gekauft. Er hieß Asnes. Und Asnes war ein sonderbarer Spieler. Olivia und Alfredo hatten mich beide mit einem Bogen gestrichen, um die Töne aus mir herauszuholen. Aber Alfredo hatte gar keinen Bogen. Er zupfte mich einfach. Und er zupfte mich mal mit dem Daumen, mal mit dem Zeigefinger, mal mit allen Fingern der Hand. Und manchmal war es so, auf unserer Wanderschaft saßen wir abends am Feuer zusammen und dann holte mich Alfredo und er spielte auf mir und er schloss dann seine Augen und er spielte aus dem Stegreif, aus dem Moment, was ihm einfiel. Und manchmal tanzten die Menschen zu seiner Musik. Mit Alfredo reiste ich damals in der Kutsche und mit Asnes ging ich zu Fuß. Er trug mich in einem dünnen Sack auf seinem Rücken. Und das war schön luftig bei gutem Wetter. Aber wenn es regnete, bekam ich es mit der Angst zu tun. Denn ich spürte sofort, dass Wasser und Regen meinem Körper nicht gut tut. Aber natürlich, auf so einer Wanderschaft regnet es.
und ich wurde krank. Die Hölzer lösten sich voneinander an meinem Körper. Die Decke löste sich von dieser Seite hier. Der Boden wurde auch locker. Ich konnte auch die Spannung der Seiten nicht mehr halten. Die Seiten lösten sich. Und Arsenis merkte das. Und wir waren in Spanien angelangt, als mich Arsenis an einen alten Trödler abgab. Ein Trödler, ein Händler, der alte Dinge kauft und sie wiederverkauft. Und dort war ich im Trocknen. Aber neben mir stand eine Lampe, die mich aus einem Auge anstarrte. Und es gab dort Bücher. Und diese Bücher, die öffneten sich. Und die Seiten wurden gewendet, ohne dass jemand darin las. Es gab eine Tür, die knarrte, ohne dass sie sich bewegte. Und von der Decke hing eine Schnur herab. Und an dieser Schnur rannen Wassertropfen herunter. Und die sammelten sich nicht auf dem Boden zu einer Pfütze, wie man meinen könnte, sondern sie tanzten durch den Raum. Ich hatte Fieber. Ich war so krank, dass ich Dinge sah, die es nicht gibt. Ich wäre umgekommen, wenn nicht ein Mann gekommen wäre und er kaufte mich. Ja, dieser Mann hatte als Kind Cello gespielt und Cello spielen gelernt und dann hatte er lange Jahre nicht mehr gespielt und er wollte wieder anfangen. Und ich hatte ihn einige Male durch das Schaufenster schauen gesehen und er guckte immer mich an. Dieser Mann wollte also auf mir wieder Cello spielen lernen, aber das ging natürlich nicht. Mir ging es wirklich schlecht. Was machte der Mann? Er brachte mich zu einem Geigenbauer. Und mir wurde so warm ums Herz. Ich roch wieder diese vertrauten Gerüche nach Harz und nach diesen besonderen Ölen. Und unter der Decke hing auch eine Schnur und die Geigen hatten sich daran festgeklammert. Der Geigenbauer schaute mich lange an. Aber ich schämte mich für mein Aussehen. Es ging mir wirklich schlecht. Plötzlich sagte der Geigenbauer, guter Mann, was wollen Sie für das Cello haben? Der Geigenbauer gab dem Mann ein bisschen Geld und noch ein anderes Cello. Und plötzlich gehörte ich dem Geigenbauer. Was war geschehen? Während ich mit Olivia zusammen war, mit Alfredo, mit Arsenis, waren meine Brüder und Schwestern sehr berühmt geworden. Die besten Musiker spielten auf ihnen. Und unsere ganze Familie war bekannt. Und nicht nur bekannt, sie war auch wertvoll. Jeder Geigenbauer kannte uns. Und der Geigenbauer, zu dem ich jetzt gekommen war, der hatte mich sofort erkannt. Deswegen, er wollte uns haben. Er wollte mich haben. Der Geigenbauer reinigte meinen Lack. Er leimte die Holzteile von meinem Körper wieder zusammen. Er malte die Lackschäden aus mit Farbe. Er strich mir einen neuen Lack auf. Neue Seiten gab er mir. Und ich erholte mich langsam. Eines Tages sagte er, heute kommt ein berühmter Cellist zu uns. Pablo heißt er. Und du musst Pablo kennenlernen.
Pablo spielt wie kein anderer. Pablo kam in die Werkstatt und er strich erst nur meine leeren Saiten an. Und er horchte in mich hinein, so als suche er im Klang etwas. Und dann spielte er auf mir. Pablo nahm mich mit. Wir reisten jetzt nicht mehr in einer Kutsche, sondern wir wurden in einem Automobil vom Hotel abgeholt und zum Konzert gefahren. Wir spielten überall in der Welt. Wir spielten in Paris. Wir spielten in London in der Royal Albert Hall. Wir spielten dort auch für die Queen. Wir spielten in Paris, ja, in Paris, in Berlin. In Berlin in der Philharmonie. Und wir reisten auch nach Amerika. Dort spielten wir in Washington für den amerikanischen Präsidenten im Weißen Haus. Und von Stadt zu Stadt fuhren wir mit der Lokomotive, mit der Eisenbahn. Und wir nutzten das Dampfschiff, um von Europa nach Amerika zu kommen. Manchmal kamen Experten, Leute, die unbedingt wissen wollten, warum ich so gut klinge. Die begutachteten mich dann, die schauten mich an, die maßen, die nahmen meine Maße, die guckten sich mein Holz an, mein Lack, die wollten herausfinden, warum ich so gut klinge. Aber es ist mein Geheimnis, das verrate ich nicht. Mit Pablo blieb ich viele, viele Jahre zusammen. Als er starb, kaufte mich eine Bank. Warum kaufte mich eine Bank? Die kaufte mich nur, weil ich teuer war, weil ich wertvoll war. Und dann hatten die Angst, dass ich geklaut werde. Die schlossen mich in einen Tresor ein. Das ist so ein ganz kleiner Raum mit Stahlwänden und mit einer dicken Tür. Und da drin war das dunkel, es war eng und es war kalt. Und ich rüttelte an der Tür, aber ich konnte sie nicht öffnen. Ich war wütend, ich fühlte mich eingesperrt. Irgendwann hörte ich, dass sich das Schloss bewegte. Die Tür öffnete sich. Nein, es war kein Musiker. Das sah ich sofort.
Ein Mann mit weißen Handschuhen, mit feinen Schuhen, mit einem Anzug bekleidet, holte mich heraus. Das war ein Diener der Bank. Ich wurde zu einem Flughafen gebracht. Und von dort wurde ich nach London geflogen. Und man brachte mich zu einem Geigenbauer. Es war dort so fein. Es roch dort mehr nach den Lederpolstern als nach Harzen und Ölen. Ich dachte nicht, dass es ein Geigenbauer wäre. Es hatten sich dort nämlich auch keine Geigen unter der Decke festgeklammert an einer Schnur. Ich begann mich einsam zu fühlen. Aber dann kam ein Mädchen herein. Ein junges Mädchen. Sie ist Jacqueline. Und Jacqueline spielte himmlisch. Ich kann das sagen, denn mittlerweile kenne ich viele Musiker. Und Jacqueline gab sich mir ganz hin. Und sie spielte wie ein Wirbelwind. Und wir mochten uns sofort. Sie nahm mich mit. Und 3 Tage später traten wir gemeinsam in der Barbican Hall in London auf. Der Saal war bis zum Bersten gefüllt und die Menschen rasten vor Begeisterung. Mit Jacqueline schien das Leben noch schneller zu gehen. Wir reisten von Stadt zu Stadt, von Kontinent zu Kontinent. Wir wurden gefeiert und geliebt, wohin wir auch kamen. In einem Konzert geschah etwas Besonderes. Wir waren am Ende anbelangt und wir spielten dieses schöne, ausdrucksvolle Stück. Und plötzlich bemerkte ich einen Mann in der ersten Reihe. Und er hatte seinen Kopf auf seine Hände gestützt und ich schaute genauer hin und dann sah ich, dass er weinte. Unsere Musik hatte ihn so bewegt, dass er weinte. Und da wurde mir bewusst, dafür sind wir da, meine Brüder und meine Schwestern. Wir wollen die Menschen im Herzen bewegen und mit der Musik beglücken.
liebe Kinder, das war die Geschichte. Das war ein Cello erzählt aus seinem Leben. Und jetzt könnt ihr gerne ein paar Fragen stellen, wenn euch eine Frage gekommen ist. Jetzt brauchen wir das Mikrofon. Ja, fangen wir hier mal an. Also, wie hast du das Knarren gemacht? Ja, das war die knarrende Tür. Man setzt dabei den Bogen auf die Seite und zwar hier hinten. Normalerweise streiche ich ja hier, aber dann hier habe ich dort gestrichen und dann habe ich ordentlich fest drauf gedrückt und dann kommt dieses Geräusch dabei raus. Ja. Du musst da reinsprechen, deine Frage. Okay, dann. Wie hast du das so schnell gemacht? Das schnelle Spielen. Das schnelle Spielen ist etwas, das übt man mit der Zeit. Dann wird man immer schneller und man kann es dann immer besser. Und dann kann man irgendwann auch schnell spielen. Wie hast du es geschafft? Wie lange hast du gebraucht, so toll zu spielen? Vielen Dank. Ich habe mit 7 angefangen, Cello zu spielen. Und bin mein ganzes Leben dabei geblieben. Und hab dann Unterricht gehabt. Irgendwann habe ich Musik studiert. Und dann so ist das gekommen. Und wie bist du darauf gekommen, das Cello einfach zu spielen? Ich war in eurem Alter und ich war in einer Schule, da spielte ein Kind ein Weihnachtslied auf dem Cello. Und das hat mich so angesprochen, das wollte ich dann auch. Wusstest du schon gleich den Text? Diese Geschichte habe ich mir selber ausgedacht. Und ich habe mich gefragt, was hat ein Cello so erlebt in seinen 300 Jahren? Ja, es ist ja 300 Jahre alt, so ungefähr. Und ich habe mich dann gefragt, wie könnte es gewesen sein? Also diese Geschichte, die ihr hier gehört habt, die könnte sich so zugetragen haben. Eigentlich ist es ein Märchen. Kannst du so schön spielen? Oh, danke schön. Wenn man sich über viele Jahre damit beschäftigt und übt und Unterricht bekommt und es probiert und sich versucht, es zu lernen, dann wird man irgendwann gut spielen können. Gehen wir mal hier hin. Wer hat dir Cello beigebracht? Oh, ich hatte Lehrer hier in Hamburg, aber auch außerhalb von Hamburg. Und die haben mir gezeigt, wie es geht. Mhm. Kann jeder, der möchte, ein Autogramm kriegen? Im Grunde genommen, ja. Das klären wir dann nach der Veranstaltung. Wie alt bist du eigentlich? Oh, ich bin 48. Sieht man gar nicht. Ja. Also 41 Jahre spielst du schon. Ja, genau richtig, ja. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Ja? Nee, du warst glaube ich noch nicht, ne? Wie hast du denn so schön spielen gelernt? Das ist vor allen Dingen Übung. Übung macht den Meister. 3 Fragen noch. Wusstest du sofort, dass du Cello nimmst? Ja, ich wusste das.
dass diese Geschichte mit dem Schüler in der Schule und dem Weihnachtslied habe ich euch ja erzählt. Ich wusste das nicht so genau, aber irgendwo habe ich das gefühlt. Denn ich wollte nur Cello spielen und nicht etwas anderes. Wie hast du das Cello eigentlich kennengelernt? Ja. Wer weiß es? Ja, erzähl du's. In der Schule beim Sonnenfest oder so. Genau, so war's. Liebe Kinder, das war ein Cello erzählt aus seinem Leben. Habt ihr noch eine wichtige Frage? Aber nicht mehr fragen, wie ich das Cello kennengelernt habe. Ja, du vielleicht hier? Warum hat er dich verkauft? Ja, das war größte Not. Er musste sich entscheiden, zu verhungern oder das Cello zu verkaufen. Und vielleicht hat er auch gehofft, dass es ihm irgendwann wieder besser geht und dass er das Cello dann zurückkaufen kann. Ja, du? Kannst du auch andere Instrumente spielen? Ich kann noch Klavier spielen, aber ich spiele Klavier nicht so, wie ich Cello spielen kann. Wie konntest du das mit geschlossenen Augen? Mit geschlossenen Augen spielen ist besonders intensiv. Dann ist man nicht abgelenkt. Man ist ganz bei der Sache und die Augen gehen eigentlich von selber zu. Ich mache nicht extra die Augen zu. Die fallen dann zu und ich bin ganz bei der Sache. Ja? Wie heißen deine Lehrer oder deine Lehrerin? Meine erste Lehrerin hieß Frau Löhr und dann habe ich an der Hochschule einen Lehrer gehabt, der hieß Wolfgang Mehlhorn. Wolfgang Mehlhorn. Und dann habe ich noch einen Lehrer gehabt, der hieß Franz Helmersson. Eine letzte Frage. Möchtest du sie stellen? Ja. Du sagtest doch, dieser Pablo spielt am besten, aber du spielst doch am besten. Oh, danke, danke. Ich habe ja dem Cello sozusagen meine Stimme geliehen. Und ich habe auch diesen Cellisten mein Cello spielen geliehen, also den Spielern in der Geschichte. Das sind sozusagen zwei Dinge. Einerseits sitze ich hier, David Stromberg, und andererseits war da diese Geschichte mit diesen Spielern. Liebe Kinder, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag.